Digitalisierung in der Arbeitswelt wird massiv, sie wird disruptiv, sie wird anders. Stellen Sie sich vor, 2030 fallen ca. 50% aller Arbeitsplätze weg. Wir müssen uns ganz viel Gedanken darüber machen, wie wir das in Bildung investieren, wie wir in die jungen Leute investieren, wie wir den jungen Leuten zuhören. Und vor allen Dingen müssen wir Politik und Wirtschaft mobilisieren, dass sie die Herausforderungen annehmen und genau die Themen nehmen und sie dann in etwas umsetzen, was uns in Deutschland trägt. Für die Reiseindustrie gucken sich an, wie die Digitalisierung hier schon Eingriff genommen hat. Ja, ich habe das vorher erzählt. Noch vor wenigen Jahren, 2 oder 3, bin ich ins Reisebüro gegangen, habe mir dort die Reise gebucht. Heute mache ich es online. Ich würde im Gedanken nicht mehr drauf kommen, dass ich in ein Reisebüro gehe. Und es wird weitergehen. Ich denke, dass auch dort die Digitalisierung noch ganz andere Ausmaße annehmen wird, weil überlegen Sie sich mal, autonome Busse, autonome Schiffe, viele, viele Dinge, wo wir einfach keine Menschen mehr brauchen. Und da müssen wir umdenken und kreativ werden. Mhm.